Bruder und Schwester. Ich bin hier nicht hingekommen zum Belustigen. Ich bin hier hingekommen, damit ihr heute hier aus dieser Tür rausgeht und euch sagt, ab jetzt, jeder Herzschlag ist für Allah. Jeder Atemzug ist für diese Botschaft. Deswegen bin ich hingekommen. Glaub es mir, Bruder, wenn es mir nicht darum ginge, ach, ich wäre zu Hause geblieben. Sondern ich will euch begeistern für diese Aufgabe. Und glaubt mir eins, jeder hat eine Aufgabe. Jeder kann etwas bewirken. Vor allen Dingen, Brüder und Schwestern, Allah sagt im Koran, in Tansurullah yansurkum. Wenn ihr Allah helft, wird Allah euch helfen. Ach, wisst ihr, wer Allah ist? Ach, wer Allah sagt, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Wenn Allah euch hilft, kann euch keiner besiegen. وَإِنْ يَغْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْصُرْكُمْ الْبَعْنِ. Und wenn er euch in den Stich lässt, wer will euch danach helfen? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Ach, das ist das Versprechen von Allah. Er sagt, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Unsere Pflicht ist, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. Tauhid ist nicht nur, ich lerne eine Regel auswendig. Tauhid ist, dass ich etwas verinnerliche. Dass ich verinnerliche, dass ich mir vorkomme, durch die Straße gehe und verstehe, dass wenn Allah auf meiner Seite ist, dass mich niemand besiegen kann. Ach, dieses Gefühl müssen wir haben. Und ich habe eben schon gesagt, Merkel und Co., die besitzen kein Atom im Universum. Das erzählst du in manchen Moscheen, da fangen die an zu zittern. Ja, das sagen wir nochmal, die besitzen kein Atom im Universum. Weil dieses Gefühl musst du im Herzen haben, um stark zu sein. Damit dein Licht durch die Dunkelheiten zerschneidet. Dieses Gefühl musst du haben. Das ist das Erste, was der Prophet a.s. den Sahabern beigebracht hat. Volles Vertrauen auf Allah. Allah steht über allem. Warum? Ansonsten hätten sie es niemals geschafft, die Folterung zu bestehen. Die auswegslos erscheinende Situation zu überstehen. Aber sie haben verstanden, um wen es geht, um Allah. Fast alles. Das heißt, die mekkanische Zeit hat sich ganz stark damit beschäftigt, die Sahaba zu erziehen, standhaft zu machen, zu sagen, guck mal, das ist denen vor dir passiert. Und heute hast du Leute, die erzählen dir, wenn du bekämpfst, du warst nicht weise in der Dawa gewesen. Was versteht man darunter? Dann versteht man, wenn ich die Dawa richtig mache, lässt man mich in Ruhe. Ach, das ist ein Verbrechen. Mm-hmm.